herzlich willkommen zu unserem nächsten Track, heute am Tag 2 unserer Convention. Ich bin Julia und werde heute in dieser Session mit Carola Strassner von der FH Münster über das Thema sprechen, wie sieht die Bildung zu Lebensmitteln und Ernährung in Zukunft aus? Und bevor ich unseren Gast gleich vorstelle, möchte ich euch als Zuhörer noch ein paar Infos zukommen lassen. Im Anschluss an unsere Session findet eine Deep Dive Session statt von 15.15 Uhr bis 15.45 Uhr. Da könnt ihr euch mit Carola nochmal face to face austauschen, ihr ein paar Fragen stellen. Den Link dazu findet ihr auf dem Programmübersicht und der wird nachher auch nochmal in den Chat gegeben. Ihr während unserer Unterhaltung Fragen habt, könnt ihr eure Fragen in den YouTube-Chat posten und wir versuchen das dann zu integrieren. Und ich möchte euch noch auf zwei, drei andere Sachen aufmerksam machen, die heute und in den nächsten Tagen stattfinden. Und zwar ist das einmal morgen die Unconvention ab 13.15 Uhr stattfinden. Da könnt ihr eure eigenen Themen einbringen, mit anderen diskutieren, wenn ihr denkt, irgendein Thema ist ein bisschen zu kurz gekommen. Außerdem haben wir noch tolle Workshops für euch morgen. Der erste ist mit Markus Hanel, The Third Plate, der dritte Teller, was kommt nach den Food Trends? Und im Anschluss wird unser Kollege Martin vom Holy Tisch Team selbst auch noch einen Workshop geben zum Thema äußerer und innerer Wandel, neue Wege des Bosses, vom Boss zum Leader. Das ist, denke ich, sehr inspirierend. So, kommen wir zurück zu unserem. Ich freue mich sehr, dass Carola Strassner heute da ist. Carola ist Fachhochschulprofessorin an der FH Münster mit dem Schwerpunkt nachhaltige Ernährungssysteme und Ernährungsökologie und verantwortlich für den Studiengang nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft. Hallo Carola, schön, dass du da bist. Ich würde dich bitten, ein, zwei Sätze vorzustellen und uns vielleicht die Schwerpunkte deiner Forschung, deiner Arbeit kurz vorstellen und danach kommen wir gleich zu deiner Präsentation, die du uns mitgebracht hast. Ja, hallo Julia, herzlichen Dank, gerne. Neben der Hochschultätigkeit interessiert mich einfach der, den ich dort auch beruflich behandle, nämlich das Essen, die Lebensmittel, was das mit uns und unserer Umwelt macht. Und freue mich einfach, dass ich das auch beruflich wie privat verbinden kann. Mhm. In dem Zusammenhang bin ich auch in einem Community-Supported Agriculture-Betrieb hier in Münster im Umland seit 12 Jahren, jetzt seit Beginn mit dabei. Und finde das ein ganz tolles Umfeld, um selber das Ganze auch im Alltag zu erfahren und daraus einfach auch die Erkenntnisse zu ziehen. Ja. Das bringe ich in die Lehre mit ein, mit ein paar anderen Sachen und freue mich, wenn ich da jetzt ein bisschen was daraus mitteilen kann. Schön, wir freuen uns auch. Wollen wir vielleicht gleich mit der Präsentation starten? Was es da für Ansätze gibt oder wohin die Reise geht, das würde ich gerne dann in den folgenden Folien mal angucken. Mhm. Wie es bei uns aussieht, da gehen wir mal auf die nächste Folie. Folie 2, das geht um die Ernährungskompetenz. Da gibt es nämlich ganz spannend jetzt gerade von der AOK eine Studie, die wurde in der ersten Jahreshälfte dieses Jahr vorgestellt. Das ist eine repräsentative Befragung, die in Deutschland durchgeführt wurde mit knapp 2000 Personen. Und man ging dort mit 29 Fragen genau der Thematik nach, wie sieht es mit der Ernährungskompetenz der Bürger und Bürgerinnen in diesem Lande aus? Und hat das auch ein bisschen aufgeschlüsselt nach Geschlecht, nach Alter, Einkommen, Bildung und so weiter. Und siehe da, es ist mit dieser Ernährungskompetenz bei uns nicht sehr gut. Mehr als die Hälfte der Befragten verfügt über problematische oder inadäquate Ernährungskompetenz. Ich habe jetzt nur mal dieses Zusammenfassende rausgezogen. In der Studie wird es noch ein bisschen aufgeschlüsselt. Da kann man sehen, so das, was man vielleicht auch erwartet, Frauen, die mit besserer Bildung, die mit einem etwas höheren Einkommen, da ist die Ernährungskompetenz ein bisschen besser. Und interessanterweise auch bei den Älteren. Also die Studie hat festgestellt, gerade auch, dass bei den jüngeren Menschen da wohl doch so manches im Argen liegt. Ja. Jetzt kann man sich fragen,
tut die Bildung was dafür? Was tut sie dafür? Da kommen wir auf die nächste Folie. Das wurde nämlich auch jüngst untersucht. Das ist schon jetzt ein, zwei Jahre her. Das ist aber das Jüngste, was es dazu gibt, von den Kolleginnen und Kollegen in Paderborn an der Pädagogischen Hochschule. Die haben nämlich sich das angeguckt. Die sind in die Kita und die Schulbildung gegangen und haben sich angeguckt, was gibt es da an Inhalte, an Materialien, an Lehrpläne, die in Zusammenhang mit Ernährung dort integriert sind. Das haben sie bundesweit angeguckt und mussten feststellen, das ist ja auch ein Bereich, der seit der Ganztagsschulentwicklung glücklicherweise ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt, dass mittlerweile Essen und Ernährung verankert sind in den Bildungsplänen, aber ab dann bröckelt es ein bisschen. Also häufig reichen die Fortbildungsangebote nicht aus, sodass diejenigen, die in der Ausbildung das leisten sollen, nicht die nötigen Grundlagen haben. Die Lehrbücher sind teilweise fachlich entweder falsch oder veraltet. Und das ist in Kita wie in Schule ähnlich. Also Kita-Personal ist auch nicht unbedingt ausreichend qualifiziert oder findet das Thema auch nicht so spannend. Und eine durchgängige Verankerung ist in Schulen auch schwer zu finden. Es tut sich was, aber wir sind noch lange nicht da. Das heißt, die Kompetenz ist nicht wirklich da im Gros in der Bevölkerung und die Bildung tut derzeit noch nicht wirklich den Raum ausschöpfen, den sie könnte. Und das zieht sich nicht nur in Kita und Schule, sondern auch, wenn man rausgeht, nachher auch in die Hochschulen und in die Erwachsenenbildung weiter raus. Da können wir auf die nächste Folie gucken. Wir wissen mittlerweile auch wirklich, also die Wissenschaft, wenn man so will, in all ihren verschiedenen Disziplinen, da ist inzwischen wirklich sehr viel gesicherter Erkenntnisgewinn. Ob das im Bereich Gesundheit ist, wie Ernährung und Gesundheit zusammenhängen bei uns, oder ob das im Bereich Umwelt ist, welche Auswirkungen unsere Ernährungsweisen, unsere Lebensmittel, all das, wie das mit der Umwelt zusammenspielt, da ist relativ viel erkannt, bekannt, auch gesichert. Aber wie Elke Stehfest seinerzeit, das ist schon 2014, in dieser renommierten Wissenschaftszeitschrift Nature in ihrem Editorial schrieb, hat sie so schön plakativ gesagt, vielleicht wundern Sie sich, was Sie heute Abend zum Essen kochen sollen. Wir wissen, also auch wissenschaftsbasiert, dass bestimmte Lebensmittel und die Auswahl unsere Gesundheit beeinflussen. Wir wissen, dass es eine Auswirkung auf die Umwelt hat. Aber wie wir das in Alltag übersetzen, da sind wir wieder bei Ernährungskompetenz. Das bleibt eine große Herausforderung. Das ist im Grunde der Kern von dem, was wir heute besprechen wollen. Schauen wir mal auf die nächste Folie. Das erkennen vielleicht einige so als einer der klassischen Grafiken, Bilder, Herangehensweisen, wie man an, was ist eine gesunde, vollwertige Ernährung, wie lerne ich was darüber, wie man da herangeführt wird. Viel noch in diesem Pyramidenmodell. Manchmal gibt es auch einen Teller oder einen Kreis, der dazu benutzt wird. Und wenn man sich jetzt diese einzelnen Elemente in dieser Pyramide anschaut, dann lernt man natürlich oder soll darüber ein bisschen was lernen. Es ist ein relativ einfaches Prinzip, ein Mengenprinzip, ne? Von unten viel bis oben eher weniger. Und dann fängt es aber ein bisschen an, dann kann man so ein bisschen reflektieren, wie viel weiß man denn wirklich darüber, wenn man sich diese ganzen einzelnen Lebensmittel anschaut, woher die wirklich kommen, was für eine Bewandtnis das hat, wenn die unterschiedlich angebaut sind, hat das auf die Gesundheit oder auf die Umwelt unterschiedliche Auswirkungen, wie kann ich erkennen, weiß ich, wie ich feststelle, wenn ich das einkaufen will oder zubereiten will, ob es frisch ist, weiß ich, ob es genüsslich ist, wie soll ich es lagern, wenn ich es mitnehme nach Hause, wie verwerten, womit kann ich es am besten kombinieren zu einer Speise und das über Tage, Wochen, Monate im Ganzen über mein Leben. Und kann ich das zubereiten, kann ich das mit anderen verzehren
und weiß ich, was ich mit irgendwelchen Resten mache und des Weiteren. Also da fängt es dann schon an, ein bisschen vielleicht dünner zu werden. Und dann das Wesentliche, was ich an so Instrumenten wichtig finde, ist, dass sie vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß sind mit der Realität, die Bürger und Bürgerinnen draußen haben in ihrem Umfeld, wenn sie sich mit Ernährung und mit Lebensmitteln auseinandersetzen. Das würde ich gerne in der folgenden Folie an einem Beispiel ein bisschen deutlicher machen. Ich habe mir da die Milch ausgesucht. Sie können erstmal bei der Frage auf der linken Seite der Folie einen Moment verweilen, um mal so ein bisschen warm werden damit. Kennen Sie den Unterschied zwischen pasteurisieren und homogenisieren? Das ist eine ganz einfache Frage, die stellen wir momentan in einem Verarbeitungsprojekt, wo es um das Thema Biolebensmittelverarbeitung, also Herstellung von Biolebensmitteln geht. Und Milch, Saft und Brot- und Tomatenprodukte sind gerade Produkte, die wir im Fokus haben. Und die Kolleginnen und Kollegen, die auch mit Konsumenten im Laden unterwegs sind, finden schon bei dieser einfachen Frage teilweise entweder ein nicht vorhandenes Wissen oder eine Verwirrung, eine Unsicherheit, was diese Frage angeht. Und das ist aber noch bei dem, wo Begrifflichkeiten sind, die wir sicherlich auch kennen, die wir im Alltag hören oder sehen. Wenn wir aber darauf gucken, was es im Laden gibt und wo, wenn wir mal die Zutatenlisten bei Produkten, die ein bisschen mehr verarbeitet sind, angucken würden, würden wir unter den Zutatenlisten vielleicht noch etliche andere Stoffe finden, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar ihre Herkunft aus Milch als Rohstoff haben. Es ist nämlich so, dass wir viele Agrarprodukte heute eher als Rohstoffe nehmen, die wir dann zusammenstellen, um Lebensmittel, vor allen Dingen verarbeitete Lebensmittel, zu produzieren. Und das kann man so ein bisschen beispielhaft an der Auflistung auf der rechten Folienseite sehen. Es geht nur beispielhaft um die Gesamtverwertung von Milch. Also wenn Milch ein Agrarrohstoff ist und ich will sie benutzen als Grundlage, um bestimmte Proteine, also Eiweißstoffe, zu holen daraus, weil diese verschiedenen Proteine, die in der Milch sind, ganz tolle Eigenschaften haben, die ich ganz nützlich einsetzen kann in Lebensmittelproduktion. Und wie vielseitig, wie unterschiedlich ist es, das zeigt so ein bisschen diese Liste beispielhaft. Also die Realität ist, dass wir, wenn Sie mal reflektieren, was im Laden gibt, wie viel davon ist eigentlich im unverarbeiteten Zustand und wie viel der Lebensmittel sind im verarbeiteten Zustand? Und was wissen wir darüber, welche Relevanz hat das für Gesundheit, für Umwelt? Das ist nochmal eine Ebene tiefer und die sollten wir uns eigentlich auch angucken und das auch in der Bildung. Das heißt, wir müssten vertiefend unseres Erachtens da einsteigen. In der nächsten Folie möchte ich da gerne ein Projekt vorstellen, ganz kurz in zwei Folien, die an der Stelle auch ansetzt. Das ist ein Projekt mit dem Kurznamen TEFSI, ein Akronym aus dem englischen längeren Titel, den Sie unter dem Logo auf der rechten Seite sehen können. Es geht um Ernährungssysteme und im Grunde genommen um den Beitrag zur Transformation der Systeme, das über Bildung in Hochschulen. Und da ist der Ansatz, dass die Bildung selbst dazu beitragen kann und soll, indem sie eben innovative Ansätze entwickelt, erprobt und einsetzt. Und die Ausrichtung in diesem Projekt ist auf die Lehrenden. Das sehen Sie auch in dem Foto. Das ist aus einem der Trainer-Workshops, den wir mit diesem Konsortium führten. Und in der Folgefolie zeige ich Ihnen ganz kurz, was da die Bauteile in diesem Projekt sind. Also um diese innovative Lehre mitzugestalten, mit Impulse hineinzugeben, haben wir zunächst uns mit den Lehrenden der teilnehmenden Universitäten und Ländern und Hochschulen auseinandergesetzt. Welchen Stand haben die da so in Bezug auf Materialien und Methodennutzung? Wir haben im Rahmen des Projekts schon einige Lehrmaterialien entwickelt und haben auch eine Art
Einstiegsleitfaden, der ist auch auf der rechten Seite abgebildet, der ist frei online herunterladbar, der so zum Anregen in dieses Thema einzusteigen einleitet. Und momentan werden gerade einige Vorträge und Unterrichtsstunden für Lehrende fertiggestellt. Die werden dann online gestellt, die so ein bisschen die verschiedenen methodischen Ansätze genauer darstellen und da ein paar Tipps und Hinweise geben. In der Praxis erproben wir das Ganze auch direkt mit interessierten Lernenden. Bislang haben wir schon 5 solcher Workshops durchgeführt in verschiedenen Ländern. Und ganz unten sieht man die teilnehmenden Hochschulen und Ländern, die da involviert sind. Also da sind wir noch ein bisschen drin. Das Ganze fußt auf 2 vorangegangenen ähnlichen europäischen Projekten. Und wir freuen uns auch, dass wir schon gerade eben die Zusage zum Folgeprojekt haben. Also es ist eine tolle Gruppe, die sich da wirklich engagiert und es wird da viel entwickelt, was natürlich auch allen zugutekommen kann, was dann auch online in YouTube oder auch auf den Projektwebseiten zur Verfügung gestellt wird. Ja, im Bereich Ernährungssysteme und Ernährungsbildung würde ich da gerne nochmal dann zum Ende jetzt dieses kleinen Impulses noch ein paar Worte sagen, über wohin die Reise gehen kann. Dazu gehen wir zur nächsten Folie. Das ist ein Zitat von einem Bericht von der Journalistin Selina Plaak. Es ist gerade jetzt Anfang September in der FAZ erschienen, in dem Abschnitt, wo es um Wissen ging. Es war eine Reportage über Entwicklungen von Weltraumwissenschaft. Und es war so schön mit diesem Zwischentitel überschrieben, wer monatelang zum Mars fliegen will, braucht an Bord gutes Essen und muss Gemüse anbauen können. Und ich habe mich erstens tierisch gefreut über diese Überschrift, erstens, weil da gutes Essen drin steht. Also normalerweise wird das Essen nicht qualitativ kommentiert für Weltraumtätigkeiten. Und dann fand ich das so toll, dieses muss Gemüse anbauen können. Das gibt mir so ein Bild, dass der Kreis sich schließt, dass wir jetzt, wenn wir als Menschheit in den Weltall wollen, da an der Vorbereitung sind, zumindest an mancher Stelle auf dem Globus, dass wir dann im Grunde genommen die Basics brauchen. Wir müssen uns um unsere Ernährung, unser Essen und unsere Verpflegung kümmern können. Und diese Fertigkeiten, diese Fähigkeiten brauchen wir. Also ich finde das auf der einen Seite toll und erfreulich und auf der anderen Seite fast schon ironisch, ein solches Statement da machen zu können. Aber vielleicht können wir das auch in der Diskussion gleich nochmal aufgreifen. Ja, was gibt es da vielleicht schon für Beispiele, die ich finde, das schon sehr vorbildlich machen? Dazu gehen wir auf die nächste Folie. Das ist von dem Center for Eco-Literacy. Das ist eine Gruppe, die sich schon seit 20 Jahren gibt es die schon in Kalifornien. Die Gründung ging zurück auf Alice Waters. Das ist eine Koryphäe im Bereich Ernährung und Gastronomie, die im weitesten Sinne vorbildliche, nachhaltige Verpflegung gastronomisch und vor allen Dingen in der Schuhverpflegung ganz toll verknüpft hat. Und man hatte dort in so einem, wenn man so will, nachher kann man das als Pilot ansehen, in Schule und mit Schulessen hat man das Ganze durchdekliniert und deswegen heißt der Titel auch Rethinking School Lunch. Also wenn man ein Schulverpflegungssystem noch mal neu überlegt, dann kommt man vielleicht auf das, was aus meiner Sicht vorbildhafte oder gar visionäre Ernährungsbildung ist. Und in diesem Fall, das sind jetzt Shots aus der PDF, die man bei diesem Center finden kann, wie dieses Programm kurz zusammengefasst wird. Also in einem Umfeld, egal ob das jetzt Schule, Kita oder unter Erwachsenen in einem Betrieb ist, wo sie arbeiten, dass man aber gerade im Bildungsbereich, im Schul- und Kita-Bildungsbereich die Möglichkeit hat, nicht nur
im curricularen Bildung das Ganze zu verknüpfen, sondern auch im Alltag mit dem eigenen Essen, also mit der Verpflegung in einer Schule, da eine Verbindung herzustellen, das Ganze auch in die Bildung, aber nicht nur in ein Ernährungsfach, sondern im Grunde genommen lässt sich ja Ernährung wunderbar mit so unglaublich vielen Fächern verbinden und dann aber auch vielleicht im Praktischen raus aufs Land, in den Garten, und auch darüber lässt sich unglaublich viel, das sieht man so ein bisschen auf diesem Bild in der Garten, Wissenschaft, Geschichte, Sozialwissenschaft, Mathematik, man kann sehr viele Fächer an vielen Stellen wunderbar mit diesen Themen verknüpfen. Und da wurde auch schon sehr viel erprobt. Bei diesem Center for Equal Literacy wird auch sehr viel aus dem Erprobten zur Verfügung gestellt und mitgeteilt. Und das ist für mich einer dieser Beispiele, wie ich denke, wohin die Reise gehen sollte, dass man im Grunde genommen das Ganze verknüpfen muss und integrieren muss in ein Gesamtkonzept. Das habe ich nochmal in der nächsten Folie zusammengefasst, um da so ein paar wirklich reduzierte Kernbotschaften zu versuchen, auf den Nenner zu bringen. Eine gute oder eine sehr gute Ernährungsbildung, da kommt es meines Erachtens darauf an, dass man die Möglichkeit gibt, Erfahrungslernräume zu gestalten, also von einem reinen kognitiven ein bisschen abzukommen und Raum zu geben, wo man Erfahrungen sammeln kann, Erfahrungen machen kann. Und das kann, wie die Vorfolie, wie das Vorkonzept schon zeigte, sowohl beim eigenen Essakt, wenn man so will, also beim Frühstück, beim Mittagessen, bei der Pause sein, aber es kann auch im Tun, vielleicht in der Schulküche, in einem Schulgarten oder Ähnliches sein. Das erlaubt mir, das trägt dazu bei, dass sich neben Kopf in der Lehre und neben Hand vielleicht auch Herz, also Emotionen auch anzusprechen. Ich glaube, das sind auch Teile eines integrierten Konzeptes, kognitiv, affektiv und emotional anspreche. Und einer für mich der ausschlaggebenden Faktoren ist, was ich zusammengefasst habe unter dem Begriff Systemkompetenz. Da gibt es zwei Teile, die da sehr wichtig sind. Das eine ist, dass ein Ökosystemverständnis ist essentiell, damit wir vorankommen mit nachhaltigen Ernährungssystemen. Also wirklich, was ist ein Ökosystem? Wenn ich das mal erlebt, erfahren, verstanden habe, ergibt sich fast alles daher, davon. Und auch, dass ich aber in der Bildung selbst ein Systemverständnis von meinem Bildungskontext entwickle. Das heißt eben dieses Integrierte in meinem Schulumfeld, Kita-Umfeld, Hochschulumfeld, das als Gesamtheit betrachte und nicht nur als Kanal, wo ich Fakten weitergebe, sondern auch merke, das, was ich anbiete, ist natürlich auch prägend für die Möglichkeiten von Studierenden oder Schülern oder Kindern und Jugendlichen. Ja, damit kommen wir zur Abschlussfolie. Da habe ich nochmal die Kolleginnen und Kollegen und da sind noch viele weitere, die jetzt in diesem Projekt, was ich kurz vorgestellt habe, dabei sind. An denen auch der Dank geht, die das mittragen, mitentwickeln. Und jetzt bin ich gespannt auf die weiteren Punkte, die wir da vertiefen können. Danke sehr. Was ich sehr spannend fand, war gerade am Anfang, wo du auf die Ernährungskompetenz angegangen bist. Wir alle wissen, es ist noch ein weiter Weg. Und ich fand das Beispiel mit der Milch auch ganz spannend. Das bedeutet, dass die Menschen um sich herum durchaus mit Begriffen in Berührung kommen, was ihre Ernährung betrifft, aber sich vielleicht nicht so sehr damit auseinandersetzen. Wie kann man denn da Abhilfe schaffen? Wir kommen gleich auf die Schule und Universität zurück, aber Menschen, die nicht mehr zur Schule gehen, sondern schon in ihrem Beruf stecken. Wie kommt man an diese Menschen ran, dass man sie versucht zu inspirieren, dass ein Umdenken stattfinden kann? Also es gibt natürlich da eine Reihe an Fort- und Weiterbildungen, die man anbieten könnte, setzt aber meist so ein bisschen intrinsische Motivation oder bereits bestehende Interesse dar. Dabei ist eigentlich der größere Teil derjenige, den man dann genau mit diesen Inhalten vielleicht gerne erreichen möchte. Es gibt schon Beispiele, manche Unternehmen, wenn sie dann eine Verpflegung, Betriebsverpflegung anbieten im Berufsumfeld,
dass darüber ganz Spannendes gemacht wird. Da haben wir in manchen Häusern ganz Tolles gesehen, wo die Verpflegung selbst auch sehr bewusst, es werden sehr bewusste Entscheidungen getroffen über die Produktqualitäten, beispielsweise Bioprodukte werden eingesetzt, es wird ein Speisenplan entwickelt, der doch mehr vegetarisch, teilweise sogar vegan ausgerichtet ist und wo aber nicht nur das gemacht wird, sondern wo Möglichkeit gegeben wird, darüber Fragen zu stellen, nachzuforschen oder mehr Info zur Verfügung gestellt wird für die, die gerne was wissen wollen. Also wo die Küchenprofis, die ja eigentlich auch Ernährungskochprofis sind, auch eine Rolle spielen im System, da das zu vermitteln. Dann gibt es auch Unternehmen, das haben wir auch schon gesehen, wo da gibt es auch verstärkt Angebote, wo also zum Beispiel Hochbeete auf das Gelände gebracht werden und dann gerne auch so ein bisschen über Hochbeete gegärtnert werden kann. Diejenigen, die solche Angebote machen an Unternehmen, haben auch häufig dann begleitende Angebote, wo sie mit anleiten, wo sie ein bisschen Info zur Verfügung stellen. Teilweise werden Angebote gemacht an Vorträge, solche Möglichkeiten, die dann ein bisschen lockerer sind. Es gibt auch Unternehmen, die dann in Abstimmung mit dem Küchenprofi sogar Kochmöglichkeiten anbieten, wo man dann nach Arbeitsschluss fast wie so After-Work-Events macht und dann ein bisschen da was lernen kann, also auch, wo man was tun kann. Also da gibt es schon ein paar spannende Sachen. Es gibt aber so meiner Auffassung nach noch nichts, wo es systematisch verbreitet wird oder hineingebracht wird. Also da ist sicherlich noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Eine andere Sache aber an einer anderen Stelle, die ist mir nämlich auch gerade eingefallen, die würde ich auch gerne mitteilen, die finde ich nämlich auch spannend. Wir haben nämlich hier über den letzten Winter hatten wir mit Studierenden, sind wir im Rahmen dieses Verarbeitungsprojekts der Frage nachgegangen, was wird denn kommuniziert beispielsweise über Werbefilme, also so der Klassiker, ne? Für Milchwerben oder für Joghurtwerben oder so, also Produktbewerbung, oder wenn Unternehmen eine Molkerei oder wer auch immer vielleicht einen kurzen Filmclip zu sichern. Und es war ganz, ganz spannend. Also wir haben da etliche Filmclips analysiert, Werbeclips. Und es war ganz spannend, weil man mehr oder weniger feststellte, es wird sehr häufig bei einem Produkt so der Landwirtschaftsbezug am Anfang gezeigt. Also klassischerweise bei Milchprodukten dann die Kuh auf der Weide. Und dann ist nicht mehr so wirklich was zu sehen. Vielleicht noch geht die Milch bis zum Verarbeiter und dann schneidet das Bild in der Werbung zu jemand, der ein Produkt genießt. Und das Ganze dazwischen wird nicht gezeigt. Und das ist eine ganz, ganz spannende Feststellung, weil man dann natürlich auch sagen muss, ja, okay, wie sollen Leute auch Bilder mitkriegen? Wie sollen sie überhaupt in Erfahrung kriegen, was passiert denn zwischen Kuh und Milch geben und das Produkt, was man in der Hand hat, wenn es auch nicht mal in der Werbung gezeigt wird. Also auch da gibt es vielleicht Möglichkeiten, über solche Wege zumindest mal Bilder auch in die Welt zu bringen. Ja, das ist ganz spannend, was du da gerade angesprochen hast, dass man sozusagen ein bestimmtes Produkt mit der Kuh, die auf der Weide steht, auf der grünen Wiese und danach verbindet man das mit dem Genuss. Und genau darum geht es ja in der Ernährungsbildung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht wissen, welche Auswirkungen ihr Konsum hat, dass da Ressourcen für aufgewendet wurden und wie das alles zusammenhängt. Wir haben angesprochen, Ernährungsbildung in der Schule, in der Uni. Sie haben gesagt, dass oftmals noch die richtigen Materialien fehlen. Und ich glaube, wenn Sie gerade den Hof angesprochen haben, was ganz wichtig ist, dass man nicht nur die Lehre verbindet, sondern eben auch die Praxis. Wie können wir es schaffen, dass man sowohl Kindern als auch Studierenden als auch Erwachsenen wieder ein bisschen mehr diese Arbeit mit den Händen, das erfahrbar machen, was sie da essen, näher bringen kann? Ja, das ist die, sagen wir mal, ich glaube, das ist fast mehr logistisch eine große Herausforderung. Also ich glaube, dass
zumindest die Erfahrung, die wir machen hier in Münster, ist schon, dass es sich, wenn man den Wille hat, ganz gut realisieren lässt. Wir sind natürlich in einer Stadt, wir sind von der Städtegröße etwa 300.000, mittlerweile sind es 320.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Wir haben sicherlich ganz gute Ernährungswirtschaft. Wir haben im Umland auch recht viel Landwirtschaft. Die ist glücklicherweise auch gemischt. Also wir haben natürlich ganz viel herkömmliche Landwirtschaft, aber auch recht viel Ökolandwirtschaft und auch ein paar andere Ansätze, so unter agrarökologischen Gesichtspunkten. Und das heißt, wir haben, wenn man sucht und guckt, findet man durchaus landwirtschaftliche Betriebe, die auch gerade die Kleinen sind häufig vielfältig, also die haben dann einen Hofladen, die gehen auf den Markt, die haben vielleicht, wie das eine Beispiel, wie ich nannte, ein ganz anderes Beziehungskonzept wie solidarische Landwirtschaft, also Community Supported Agriculture, wo man auch auf mehr, also man bringt dann Lebensmittel und Herstellung in einen Zusammenhang. Und zwar im Zusammenhang mit unserem Leben und unserem Alltag. Und das kann man sich an verschiedenen Stellen angucken. Wir haben aber nicht nur Landwirtschaft hier, wir haben dann auch verschiedene Lebensmittelhersteller. Wir haben den Handel hier. Und mit der Zeit kann man ganz gute Beziehungen aufbauen. Und da ist auch, wir erleben es so, da ist auch durchaus Interesse von den Betrieben, vielleicht ins Gespräch mit Studierenden zu kommen, vielleicht Schüler, Schülerinnen zu zeigen, wie sieht es denn aus. Das hat gerade bei Hochschule ist es ja spannend, weil Absolventen danach auf Berufs-, also in den Berufseinstieg wollen und Unternehmen ja suchen. Also da ist auch diese Funktion mit dabei. Das heißt, das ist für beide eigentlich ganz positiv, sodass man da eigentlich ganz gut das zusammenbringen kann. Das beschreiben wir auch im Rahmen von TEFSI, was das für ein Umfang haben kann, was da für alle Seiten praktikabel ist. Und natürlich ist, ich denke, persönlich ist das ideal schon, dass Schüler, Schülerinnen und Studierende auch mal Hand anlegen können. Gerade, glaube ich, im Schulkontext ist das wichtig, aber wir machen die Erfahrung, dass häufig sich überhaupt in so ein Umfeld begeben. Und manchmal ist es auch die Person, das Gegenüber, was vorstellt, was vielleicht auch ein bisschen über seinen eigenen Lebensweg, seine Biografie was erzählt, dass da sehr häufig auch die Berührung und diese Beziehung in Bewegung kommt. Ich erinnere mich sehr gerne, wir hatten vor ein paar Jahren mit Studierenden einen Ausflug auf einen Hof, der Schweinehaltung betrieben hat. Das war ein Hof, der ganz, ganz stark im Slowfood-Bereich war. Das waren Bio-Schweine. Und die Besitzerin hat uns selbst empfangen, hat uns das Ganze gezeigt. Nachher saßen wir mit der Studierendengruppe bei ihr im Hofhaus und kamen ins Gespräch. Und anschließend waren die Studierende ganz berührt und eine insbesondere war ganz stark berührt von dem Lebensweg dieser Frau. Was für Bemühungen sie auf sich genommen hat, diesen Weg zu gehen. Und das hatte eine Auswirkung auch auf die eigenen Lebensüberlegungen, wie viel Kraft damit geschöpft wird und welche Wege man da gehen will. Also manchmal ist es gar nicht so sehr der inhaltliche, das Faktische, was nur da wichtig ist, sondern das, was einen auch befähigt und ermutigt, bestimmte Wege zu gehen. Also das finde ich dann schon so die besonderen Momente. In der Schule vielleicht da noch ganz kurz ein Beispiel, was ich glaube, da kann man, glaube ich, schon auf relativ, auf einem machbaren Niveau sich Sachen überlegen, wie zum Beispiel aus Sahne Butter schlagen. Das ist was machbar ist. Also das, was man so vom Haushälterischen kennt, vielleicht hat das früher Oma oder inzwischen Uroma auch mal gemacht. Und solche Sachen lassen sich aber auch mit entsprechender Vorbereitung, natürlich hygienischer und sonstiger Vorbereitung, relativ gut in einem Schulumfeld machen.
Und diese Erfahrung, einfach da lässt sich wirklich Erfahrung machen, da lässt sich einzeln Hand anlegen und was beobachten, was selber machen und diese Transformation jetzt von Sahne zu Butter als Beispiel machen lassen. Solche Sachen, da müssen es gar nicht so viele sein. Aber diese wenigen und auch solche ganz einfachen Sachen wie früher Sprossen ziehen, um einen Lebenszyklus, also das ist so ein bisschen mit diesem Ökosystemverständnis. Ne? Ich erlebe, wie etwas lebt und was gehört zu diesem Leben dazu. Oder eine kleine Tomatenpflanze ranziehen, solche Sachen. Das sind Sachen, die relativ wenig Ressourcen brauchen, die wenig Vorbereitung brauchen und eignen sich trotzdem wunderbar auch in Schul- oder Kita-Klassen. Sie haben das jetzt ganz toll angesprochen, dass ich glaube, da sind wir uns einig, dass es eben nicht nur auf die Bildungskonzepte an sich, was da in der Schule, im Kindergarten, bei einer Fortbildung, Weiterbildung vermittelt wird, sondern eben dieses Erlernte dann praktisch erfahrbar machen. Und ich glaube, darum geht es auch, dass man es schafft, Vorbild zu sein, Menschen dazu zu inspirieren. Du hast gerade von dem Mädchen erzählt, was die Geschichte von dieser Landwirtin so toll und spannend fand. Und genau daran wird sie sich dann wahrscheinlich erinnern, wenn wir jetzt mal nochmal den Bogen dazu spannen, wie kann man das im Alltag integrieren. Sie wird sich daran erinnern und dann vielleicht ihre eigenen Handlungen überdenken. Ja. Wie schaffen wir das denn, dass wir mehr zu Vorbildern werden können und andere Leute zu inspirieren. Also genauso hast du vorher auch angesprochen, es ist eben dieses Kopf, Herz, Hand, also Wissen, das Emotionale und eben dann selber auch ausführen. Ja, also manchmal gucke ich da einfach auch auf das eigene Studium zurück, zwar schon ein bisschen länger her, aber wenn man sich so überlegt, was bleibt hängen bei einem? Ne? Natürlich bleiben hier und da mal was hängen, aber im Grunde genommen lernt man ja auch, wo ich was finde und es einschätzen zu können. Ne? Also das, die kritische Reflexionsfähigkeit. Aber die Bilder und die Erinnerungen hängen häufig meines Erachtens, und ich erlebe das auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, sie hängen an diesen Exkursionen oder wo man irgendwann mal war. Es gab freiwillige Kreise, die sich gebildet haben, die dann organisiert haben, dass man zu einem Hersteller XY oder zu einer Gruppe ging, die sich engagiert hat. Und diese Erfahrungen, diese ja Gesamterfahrungen sind, weil man mit einer Menschengruppe hingeht, weil es vielleicht auch jemand in der Gruppe gibt, die eine Frage stellt, die man sich vielleicht in dem Moment nicht selbst traut, ne, zu stellen. Also man profitiert ja auch von so vieler Weise und man hat die ganzen Eindrücke, die über alle Sinne auch kommen. Man nimmt ja was nicht nur visuell wahr, man hat Geräusche, man nimmt Gerüche wahr, wenn man irgendwo ist. All das hilft ja, das zu verankern, dass es bleibt. Und ich glaube wirklich, das macht einen großen Unterschied. Und da, wo man kann, hat es auch wirklich einen sehr hohen Stellenwert, das durchzuführen. Also ich glaube wirklich, alleine diese Möglichkeit zu geben, ist lohnenswert, die auch umzusetzen. Mhm. Du hattest vorher auch dieses Thema angesprochen, dass dieses Thema verarbeitete, unverarbeitete Lebensmittel, was steckt wirklich dahinter, was wir essen, das ist ja sicherlich, das wird ja vertieft durch diese Bildungspakete und auch die Dinge, die da jetzt verändert werden, auch durch das Projekt TEFSI. Was mir noch eingefallen ist, ist, dass man versucht, diese Bilder auch praktisch zu integrieren. Ich wollte Sie fragen, wie sieht denn Ihre Vision aus oder was würden Sie sich wünschen, was würden Sie sich wünschen, was sich ändert in der Gesellschaft oder auch, was hätten Sie gern, was finden Sie essentiell? Ich glaube, was ich sehr gerne hätte, was ich mir wünsche, wofür ich mich einsetze und was ich glaube, ein wesentlicher Teil des Weges ist die Fähigkeit, das Ganze verknüpfen zu können. Also unsere Bildung, egal welcher Art, ist tendenziell noch relativ stark auf Fakten aufgebaut. Das erlebt man auch im Bereich der Prüfungen.
Es gibt zwar Entwicklungen, dass es in Richtung Kompetenzprüfung geht und dass wir mehr auf Kompetenzen gucken, Kompetenzerwerb, das ist alles gut und richtig und die Bewegung ist durchaus dahin, es braucht aber natürlich seine Zeit. Aber ich glaube, wir können auch heute schon mehr dazu beitragen, wenn wir mittransportieren, mit Bedenken bei dem, was wir vermitteln, vielleicht an Fakten oder Abfragen, dass wir die Fähigkeit, die zu verknüpfen, auch gleich mitvermitteln oder mit ermöglichen. Und diese, wenn wir mehr auf die Verknüpfung, wo hängen die Sachen zusammen, wie hängen sie zusammen? Wenn ich hier irgendwo was ziehe in einem System, wo wird sich was anders tun, wenn ich da was ändere, wenn ich hier ändere, wie ich die Milch verarbeite, wenn ich da ändere, wie ich eine Kuh halte oder füttere, was hat das für Folgen? Also wo sind die Verknüpfungspunkte? Ich glaube, dann würden wir schon ganz, ganz viel gewinnen, weil wir dann schneller das auf einmal begreifen könnten. Und das ist eben was, was ich verknüpfe mit diesem, ja, lassen wir es mal Ökosystem heißen, mit diesen Verbindungen zu sehen und verfolgen zu können. Und dann kann ich schneller auch mir bewusst werden, was sind die Konsequenzen, wenn ich hier was ändere oder da was ändere und was ist vielleicht der bessere Weg nach vorne. Also mehr mitvermitteln, mehr befähigen, um das, was wir heute schon rüberbringen, besser, schneller verknüpfen zu können. Das hast du jetzt gerade eben sehr gut zusammengefasst, dass man eben ja den Menschen möglichst früh vermitteln sollte, welche Dimensionen unser Konsum für Folgen hat und dass man eben auch sensibilisiert wird für diese globalen Strukturen, die die Ernährung und dieses Foodsystem, in dem wir uns befinden, ja, welche globalen Strukturen damit zusammenhängen, was passiert, wenn wir konsumieren, was passiert global, wenn wir etwas kaufen, was erst hierher transportiert werden muss. Und ich glaube, um genau dieses Wissen und die Sensibilisierung für das Ökosystem Food in seiner Gesamtheit zu begreifen, sollte man wahrscheinlich schon im frühen Kindesalter damit anfangen, einfach damit man vielleicht damit groß wird und aufwächst und dass das dann vielleicht irgendwann selbstverständlich ist, dass man früh Gedanken darum macht, oder? Das ist vielleicht der Schlüssel, dass man schon mit bei den Kindern anfängt zu sagen, ihr könnt das lenken und ihr habt einen Einfluss darauf und schau mal, das funktioniert so und da ist der Ursprung. Das vielleicht als Letztes. Danach kommen wir auch gleich in den Deep Dive. Ja, das stimme ich absolut zu. Ich glaube wirklich, das ist was, was im frühesten Kindesalter beginnen sollte und ich glaube, da ist die Kita nicht zu früh. Absolut d'accord. Und ich glaube wirklich, der Kern ist dieses, im Grunde genommen das Lebensverständnis. Ne? Was ist ein Lebenszyklus? Ja. Und ich glaube, wenn man das vermittelt, am besten durch Möglichkeiten, es praktisch sinnig zu erfahren, dann, wenn das wirklich verstanden ist, dann ist das überall anwendbar. Den Link schicken wir dir nochmal im Chat und für euch da draußen, ihr findet den Link unter dem Programmpunkt, dann könnt ihr zu uns in den GC-Raum kommen und Carola noch weitere Fragen stellen. Ich freue mich sehr und bedanke mich sehr herzlich für diesen tollen Einblick und die Inspiration. Dankeschön. Danke sehr.